Ladies and Gentlemen, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, ich bin's Brock. Man kennt mich auch als den Metzger, Butcher, Dark Souls-Profi, Professor Dark Souls und Outlast. Nein, nicht Outlast. Okay, wir kommen, es geht weiter. Das Grauen hat kein Ende. Jo, guter Titel. Schreib auf. Das Grauen hat kein Ende. So. Ja, das hat wirklich kein Ende. Oh, er ist ja vor mir. Sieht er mich? Na. Du Sauhund, was ist aus dir geworden? Keine Familie? Also ich als Batterienkiller. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Oh, ich will dich nie wieder verlieren. So. Was ist das denn? Ah, Steine. Ach gut. Ich mag Steine. Metall mag ich mehr. Edler. Es ist edler. Was ist das? Menschenreste. Nein, es ist schon alles aufgegessen. Macht er was? Es hat ja eh gespeichert. Moruk? Der sieht aus wie... Warte mal. Dieser Typ von GTA 5. Trevor, bist du es? Also wenn das nicht Trevor ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist er. Das war Trevor. Ja, Trevor. Von GTA 5 nach Outlast. Was soll ich sagen? Nicht was war ich, sondern was bin ich geworden, muss man sagen. Wow, guter Satz. Schreib auf. Aha. Ah, was zu lesen? Oh, ich freue mich. So, Justin. Was? Justin? Oh mein Gott, meine Liebe. Oh, Judith. Ah, Judith, auch schöner Name. Judy. Ich war nie gut drin, meine Gefühle in Wörter zu fassen. Zu fassen scheinbar doch mit zwei? Egal. Wie du als meine Gattin. Nach all den Jahren. Jahren scheinbar doch mit... Egal. Das ist jetzt nicht wichtig. Nicht das Aussehen, sondern Inhalt. Weißt, und ich hoffe, ich kann schreiben, was für ein Mann ich... Mann schwöre... zu sagen ist. Ich kann deine Wut und deine Sehnsucht spüren, seit wir Sarai getötet haben. Papa und Gott haben es so gewollt und du kannst mir nicht böse bleiben, sonst muss ich streng mit dir sein. Liebe, liebevoll und pflichtbewusst, dein Mann Markus. Markus? Das hat nicht Markus geschrieben. Das hat Mohammed geschrieben oder so, aber Markus? Ich weiß nicht. Markus. Okay, Markus. Oh, ein totes Pferd. Also die Pferde von Zelda sehen besser aus. Schnuggliger. Knuddliger. Irgendwie, oder? Also bevor ich da reingehe... Würde ich mal kurz gucken, was da so ist. Na, gehen wir mal da rein. Und gucken wir. Ups. Also springen kann er auch nicht. Kann nicht kämpfen, kann nicht springen. Moruk, was kannst du, hä? Ah, kommt man gar nicht rein. Geschlossene Gesellschaft. Sie sind nicht willkommen! Ja. Okay. Oh nein, Batterien. Habe ich Batterien dabei? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Ein Stück. Und das soll genügen. Haben wir noch Zucken? Oh, Batterien. Oh, Schatzeli. Maybe there's a way through the barn. Hm.
Kann ich da... Nein. Also, soll ich jetzt da weitergehen? Der sieht friedlich aus. Oh mein Gott! Du Penner! Scheiße! Oh, ich bin böse erschrocken, böse! Du Penner! Alter, ich hab voll Herzrasen! Oh, fuck! Ich glaube, ein Hoden ist runtergefallen oder so. Scheiße! Das war voll übertrieben, du Mongo! Nein! Was? Was? Also Alter, ich muss dir sagen, du bist so unbeweglich. Ich weiß nicht, du hast was von mir. Wirklich. Der ist schwer unbeweglich. Was? Was? Hä? Junge, Junge, bin ich brutal erschrocken. Ein Hoden ist runtergefallen, bestimmt. Kann ich öffnen? Nein. Ich will mal ein bisschen Batterien sparen, aber ich sehe nichts. Ich mache meine Füße. Wie soll ich da sparen? Wir... Oh. Guck mal. Komm. Nicht meckern, nicht meckern. Etwas zu lesen wäre nicht schlecht. Jetzt. Damit ich mich ein bisschen beruhigen kann. Ein bisschen runterkommen kann. So viele Pflanzen, kann man die essen? Hä? In die Scheune hat er doch gesagt, oder? Geh zur Kapelle. Ja, aber... Wie? Soll ich den Homo, den Mongo fragen? Mongo meine ich, natürlich. Homo, natürlich nicht, sowas. Alter. Kann ich da klettern? Zum Glück kann man nicht klettern. Ich hasse es zu klettern. Da unten vielleicht? Nein. Alter, du Penner! Scheiße. Gott. In den Stall konntest du da rein, okay? Batterienverschwendung habe ich gelesen. Ja, aber man sieht ja nichts. Ich wollte Mandeloperation machen, deswegen musste ich so nahe kommen. Also ich verstehe das nicht. Er greift mich nicht an, nur weil ich ein bisschen zu nahe... Also, die mögen das nicht. Ja, das haben wir verstanden. Nicht allzu nahe kommen. Ich meine, du bist sowieso unwillkommen. Unwillkommen? Kann man das so sagen? Du bist sowieso nicht willkommen. Ja, und dann gehst du noch... Das will doch niemand. Ja. Ich habe, glaube ich, seinen Nerv getroffen. Kann das sein?
Und wie? Also, wir müssen in den Stall. Da komme ich nicht rein. What the fuck? Ja. Also, ich habe mir auch fast gedacht, dass sie da rein müssen. Maybe there's a way through the barn. Ja, aber wie? Wie komme ich da rein? Nein, nicht die Zwasser. Weißt du, wie dreckig? Batterie? Gibt's keine. Raus! Oh mein Gott, Gott hat dich geschickt! Gott hat dich geschickt! Oh. Kann ich klettern vielleicht? Wenn ich ein bisschen drücke, dann vielleicht. Dann klettert, dann hört er auf mich vielleicht. Wieso soll ich mich verstecken? Ich habe keine Feinde. Oh mein Gott! Scheiße! Alter, was ist das? Boah! Willst du mich verarschen? Wie kann das sein, dass man zweimal so krass erschrickt? Oh. Junge, Junge, Junge. Du verdammte Türe, mach auf. Boah, Leute, ich bin extrem erschrocken, aber wirklich extrem. Aha, endlich, Gott ist groß. Da muss ich rein. Scheiße. Er ist am Sitzen, er erschrickt mich. Pff. Was? Angsthase-Clip? Man muss rechts entlang, endlich. Ja, ja, liebe YouTube-Zuschauer, Twitch-Zuschauer schreiben endlich. Oh nein, oh nein, oh nein! Hat das gespeichert? Oh Gott, sie kommen. Hört er mich, wenn ich rede? Da hat was geglänzt. Oh mein Gott, Batterie. Nein. Steh auf. Bandage, oh, endlich. Ich glaube, ich muss mich verstecken. Oh, Batterie, ich hab's doch gewusst, dass du da bist. Öffnen. Scheiße. Oh nein. Oh Mann, pass auf, nicht, dass du ihn einholst. Verstecken. Aber ich kann raus. Ich glaube, da muss ich hin. Aber mal gucken, was da ist. Vielleicht öffnen. Oh. Vielleicht ist da was Wichtiges. Oder nein, ich muss da lang.
Scheiße. Okay. Also beeil dich. Nein. Lauf, Forrest, lauf! Oh. Okay, die rennen nicht weiter. Aber ich muss mich heilen. Okay, die folgen mich nicht. Das ist gut. Das war gut, ne? Also. Das heißt. Geh mal weiter, Mann. Ja, ich glaube. Oh Scheiße. Oh nein. Pichkumater, Scheiße. Nein! Jetzt nimmt es mich irgendwie Wunder, ob ich die Sachen mitgenommen habe. Da. Habe ich die mitgenommen? Also ob es schon gespeichert hat. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Britney, was denkst du? Oder muss ich nochmals dahin? Boah, ich hoffe, er sieht mich nicht. Ja, ich guck mal. Nein, 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 nein. Gut. Was? Beeilung. Raus! Okay. Gut, gut, gut. Jetzt schaffen wir's. Wir müssen da hoch. Boah, was ist das? Also ich muss einfach den richtigen Augenblick am richtigen Augenblick muss ich da hoch. Ja, das kann schwer werden. Also, der ist etwa hier. Okay. Ich als ungeduldiger Mensch. Oh, Beeilung. Mach, mach, mach! Jetzt, jetzt, jetzt. Wir haben es geschafft. So. Ja, nicht allzu lange warten. Komm. Hey, ich kann nicht laufen. Bin ich stecken geblieben da. Mach's gut, Kazairune. Mach's gut. Mach's gut, ja? Wir sehen uns. Schlaf gut. Oh, ich dachte, ey, von hier aus? Ich hab gedacht, das ist eine Toilette. Oh. Interessant. Irgendwie. So. Was kann ich lesen? 7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen, zu Florid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knot in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben. Doch habe so viel Liebe zu geben, selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Oder warte mal, nein, das würde ich nicht gerne wissen. Okay. Ja, das leuchtet so schön. Ziehen. Gut. Ja. Was ist das? Oha. Wie viele Batterien? 3. 3 Stück. Das ist gut.
Ja, jetzt brauche ich viel weniger, wie man sieht. Übertreib nicht, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Okay. Also, aufpassen, nicht runterfahren. Wehe, fällst du runter. Muss ich alles nochmal machen. Ja, ja, wir haben es geschafft. Normal. Oha. Scheiße. Oha, was ist das? Meine Hand. Ey, ey, shit. Sind das Menschen? Ich hoffe nicht. Mach ein Foto. Selfie. Muss ich dadurch? Nein. Okay. Ich müsste echt sparsamer sein. Wie viel kann man eigentlich? Also... Zweimal erschreckt. Wegen mir. Wegen mir hast du dich erschreckt, oder? Also wie viele Batterien kann man gleichzeitig tragen? Weiß das jemand? Ich glaube 8. 8 Stück, ne? 8 wäre gut. 7 wäre noch besser. Ich glaube, wir müssen da links. Oh, guck mal, wie dunkel. So, was zu lesen. Nein. Lesen. Genau. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knot, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge, lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert, gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf das Teufelsstunde. In der Gemeinde Temple Gatte, auf das ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Amen. Gottes Namen, Amen. Hier gibt es keinen Gott. Ich glaube, wir müssen so da lang. Ja, aber leider ist die Zeit auch schon um. Ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Liked es oder disliked es, wie es euch am besten gefällt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.